Moin miteinander. Wenn wir Kinder sind, dann haben wir oft große Träume, was wir mit unserem Leben mal anfangen wollen. Und als junge Erwachsene, wenn wir so in unser vielleicht vermeintlich, aber doch gefühlt selbstbestimmtes Leben starten, dann liegt die Zukunft so verheißungsvoll vor uns. Und ich für meinen Teil, ich erinnere mich noch sehr gut an so unendliche Nächte am atlantischen Strand in Südfrankreich mit irgendwelchen Leuten, die ich da kennengelernt hatte. Und wir saßen alle rund ums Lagerfeuer und haben in den Sternenhimmel geguckt und uns unsere Zukunft vorgestellt. Ich erinnere mich an meinen ersten Joint, als damals so eine Tüte rund ging und ich natürlich so voll cool, ne, auch daran gezogen habe und eben an diese unendlichen Gespräche in 3, 4 Sprachen gemixt, die eben alle irgendwie zum Inhalt hatten, dass die Zukunft vor uns liegt und dass wir uns die Welt erobern werden. Und was mich angeht, ich erinnere mich auch noch so gut daran, weil ich manchmal in den Spiegel schaue und so denke, hä? Was ist passiert? Wieso ging das so schnell? Ja, die Zeit ist passiert. Die vergeht halt, ob wir wollen oder nicht. Und wir werden älter und wir richten uns im Leben ein. Und daran ist ja auch nichts Falsches. Also Studium oder Job, Familie, Karriere, Hobbys, ein Haus kaufen, ein Haus bauen, sich eben etwas aufbauen, wie man es so schön sagt. Das ist auch alles okay. Und genau da liegt eine ganz große Gefahr im Okay, dass das Leben irgendwann nämlich nicht mehr so toll ist, sondern vor allem okay, mit zahllosen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, die die Tage füllen und die Jahre so vorbeihuschen lassen. Und dann ist man plötzlich über den Zenit hinweg. Ja, man ist nicht mehr der lässige Twen oder doch wenigstens noch so ein cooler Mit-30er, vielleicht liegen auch schon die 40er hinter einem, die 50 winkt oder vielleicht ist sogar die schon vorbeigezogen. Und man lebt so vor sich hin auf dem Okay-Plateau. Es läuft ja. Aber man lebt vielleicht nicht in allen Bereichen, doch in einigen zumindest auf eine Art und Weise, die man im Alter von 18, 25 oder 30 nicht akzeptiert hätte. Und das muss jetzt auch nicht zum Problem werden, kann es aber. Und das begegnet mir immer wieder in Gesprächen mit sinnsuchenden Klienten, die so ihren verstaubten Kompass neu kalibrieren wollen und dabei denken, oh, ich bin doch schon zu alt, ich bin zu träge, zu müde, meine Gesundheit, ich bin zu angeschlagen, all das für eine Veränderung, ich lasse es lieber. Und wisst ihr, wenn wir jung sind, dann sind wir in einem permanenten Veränderungstraining. Einfach schon deshalb, weil wir uns die ganze Zeit verändern. Und dann über die Jahre verlernen wir das. Und wir bleiben in Bequemlichkeiten oder sogar in faulen Kompromissen stecken. Und plötzlich macht uns Veränderung Angst. Und so schlimm ist das Okay-Plateau ja dann vielleicht doch nicht. Für mich ist das Übelste überhaupt. Denn wisst ihr, wenn es uns richtig mies geht in einer Beziehung oder einem Job oder an einem Ort, irgendeinem Umstand, dann kriegen die meisten den Absprung doch irgendwie hin, weil das Leiden am Ende größer ist als die Angst und größer als die Trägheit. Aber Menschen, ich sag mal, so im spätmittleren Alters, die sich auf dem Okay-Plateau eingerichtet haben. Also nicht auf dem ich liebe oder zumindest ich mag mein Leben-Plateau, sondern auf diesem, ja, ist okay-Plateau. Die sind anfällig für Sinnkrisen, für innere Leere, für Burnout, Depressionen, Süchte oder, und das tatsächlich deutlich häufiger, sind anfällig fürs Unglücklichsein. Und jetzt kommt eure Aufgabe. Zieht mal Bilanz, bevor Corona jetzt so vorbeigeht und die Versuchung groß ist, in diesen alten Trott zurückzuhuschen oder sich den alten Trott wieder aufzubauen.
Zieht mal in euren verschiedenen Lebensbereichen Bilanz, wo ihr gerade steht und ob das so okay ist, wo ihr da steht und wenn nicht, warum. Ich habe für euch zur Unterstützung ein kleines Arbeitsblatt entworfen. Das findet ihr unter dem Video hier als Download verlinkt und zwar ab heute für 7 Tage. Und wenn ihr mögt, ladet es euch runter und schaut mal, ob die Zufriedenheits-Glücks-Yo-Okay-Bilanz, ob die in eurem Leben noch stimmen. Oder ob es vielleicht doch Zeit ist, die müden, knarzigen, faulen Knochen so vom Okay-Plateau hochzuheben und nochmal etwas zu verändern. Wenn ihr wissen möchtet, was ich dazu denke, dann meldet mir eure Arbeitsblätter gerne zu, hier an casey@bettercallcasey.de. Und wenn da etwas bei ist, von dem ich denke, ja, das lohnt eine Besprechung oder das lohnt eine Coaching-Session, dann mache ich daraus ein Fallbeispiel oder alternativ vielleicht auch mit Live-Gast, ein Podcast aus der Reihe Dream Plan Do. Die Infos zu dieser Podcast-Reihe findet ihr hier auf meiner Website. Aber es sei euch gesagt, schickt mir eure Analysen, eure Arbeitsblätter nur, wenn ihr mit einer natürlich anonymen Besprechung in einem Video einverstanden seid. Alternativ müsst ihr mich dann halt buchen. So, ne? Wenn umsonst, dann für alle, ihr wisst schon. Alle Infos dazu, wie es geht, findet ihr auf meiner Website auf bettercallcasey.de. Ich packe euch den Link auch unten unter dem Arbeitsblatt Link nochmal rein. Und ja, ich glaube, das ist meine Message für heute. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Ich werde auf jeden Fall in meinem nächsten Podcast dann auf diese wieder eingehen. Und auch das wisst ihr inzwischen, wenn ihr den Podcast hören möchtet, muss ich auf meiner Website einen Newsletter eintragen. Nur dann seid ihr im Verteiler dafür. Und jetzt Sonntagsaufgabe für euch. Jo, schönes Leben oder jo, ist okay. Was ist es?